Du wolltest ein Video zu dem Auto, hast ihm auf Instagram einen Namen gegeben. Darf ich vorstellen, Kalilin aka Goliath. Der gepflegte Autofan weiß, dass das nicht das neue Facelift ist. Es wurde gestern vorgestellt. Und als allererstes möchte ich mal kurz dazu erzählen, wie lange ich auf dieses wundervolle Auto gewartet habe. Ein Jahr. Ich habe ein Jahr gebraucht, um das Fahrzeug zu kriegen. Ich hatte vorher einen Wraith, der war schwarz-matt mit innen drin orange. Und ich habe lange überlegt, ob ich ihn auch wieder so bestellen soll. Schwarz-matt mit innen drin orange. Aber Rocket hat sich durchgesetzt und hat gesagt, nee, diesmal machen wir schwarz und machen so kleine rote Applikationen. Eigentlich war das Auto gedacht, dass ich selber fahre. Ich habe am Anfang gesagt, na, kann man das Auto selber fahren? Weiß ich nicht so recht. Habe dann zwei Tage das Fahrzeug mal probiert. Man muss ehrlich sagen, es ist ein eindeutig Selbstfahrauto. Also unabhängig davon, dass er teilweise echt selbst fährt. Als Fahrerfahrzeug wurde er trotzdem gerade benutzt, weil mein Maybach in den Ruhestand angetreten hat, der Brutus. Deswegen habt ihr mir auch einen neuen Namen gegeben. Der neue Maybach kommt irgendwann im Herbst und bis dahin muss er wirklich durchhalten und mein Fahrer gibt dem Fahrzeug richtig Stoff. Ich bin ja eher so der Langsamfahrer, was diese Themen angeht, aber der Wagen hat einiges drauf, muss ich ehrlicherweise sagen. Und es ist auch besser als gedacht. Also ich dachte am Anfang, so hinten sitzen bei dem Wagen ist nicht so optimal, weil der Maybach mich ziemlich verwöhnt hat, wenn ich ehrlich bin. Aber der Wagen hat ziemlich viele Features, wo ich sage, ist völlig in Ordnung. Du kannst genauso gut arbeiten, obwohl er nicht dafür ausgelegt ist. Der Cullinan hier ist ein Black Badge, woran sieht man, dass es ein Black Badge ist? Und das weißt du wahrscheinlich, wenn du Autofan bist, dass alles an dem Fahrzeug schwarz ist, inklusive der Emily. Und es gibt genau ein Teil oder ein Part an dem Wagen, den ich wirklich nicht optimal finde, der mir auch überhaupt nicht gefällt. Das sind die Einstiegsleisten hier. Und ich habe wirklich ganz, ganz lange nachgehakt, ob man das irgendwie hinkriegen würde, das hier auch noch schwarz zu eloxieren. Aber Rolls-Royce hat gesagt, nein, geht nicht. Und ich sage euch auch warum. Weil sie Angst haben, dass wenn man hier hinfasst, dass dann die Fingerabdrücke drauf sind und dass diese Farbe abblättert. Und dass das aufgrund der Tatsache, dass man sehr oft hinfasst, einfach nicht so mehr stabil ist. Und Rolls-Royce ist ja so eine absolute Perfektionistenmarke, die sagt, nee, also wenn hier irgendwas nicht funktioniert, dann wollen wir es unseren Kunden nicht antun. Merkst du auch, wenn du mit dem Auto fährst, wir steigen mal ein, dann siehst du nämlich, was ich meine. Ja, das Einsteigen ist für jemanden, der 1,2 Meter ist, also so wie ich, doch deutlich schwieriger. Dann nehme ich jetzt noch mal ganz kurz den Maybach. Der hatte nämlich ein Feature, das war wirklich gut. Da ist unten so eine Klappe rausgekommen und du konntest entspannt einsteigen. Hier muss ich mich fast reinhiefen. Aber trotz alledem, wenn ich hier so reingucke, die Qualität ist schon ein Brett. Geil an dem Wagen ist folgendes, pass auf. Und so ist die Tür. Und richtig krass ist, wenn ich jetzt hier drin sitze, du hörst mich ja noch, aber draußen hörst du gar nichts. Und von innen drin hörst du auch nichts. Das ist wirklich komplett hermetisch abgeriegelt. Du sitzt hier in dem Auto und hast wirklich das Gefühl, du bist so in so einem eigenen Schiff, in einer eigenen Sphäre. Und kannst natürlich auch die Fahrt extrem genießen. Also es gibt kein Fahrzeug, das ich kenne. Und ich habe wirklich viele Fahrzeuge gehabt und bin auch schon sehr, sehr viele Fahrzeuge gefahren. Habe auch immer noch sehr viele. Kein Fahrzeug, das so viel Komfort bietet wie dieses Auto. Muss man einfach sagen, ich bin wirklich schwer verliebt. Was schon ziemlich geil ist beim Black Badge, ist, dass diese ganzen Bedienelemente hier für die Lüftung rein, raus und hin und her schieben hier, dass es alles schwarz ist. Bei meinem Wraith war das nicht so. Da haben sie die Sachen, das ist auch wirklich Metall jetzt vor. Also mein Gefühl beim Wraith war, das war Plastik. Ja. Hat sich nicht so wertig angefühlt. In dem Wagen ist es aber wirklich sehr wertig. Auch das Thema mit dem Leder hier oben und wie das der Innenraum auch gestaltet wurde von Rolls-Royce. Jetzt könnte man sagen, ja, ist es jetzt irgendwie cool, dass man hier so noch eigene Bedienungen machen kann und dass da irgendwie solche Drehrädchen sind, dass du also du kannst nicht genau die Temperatur einstellen. So, du hast hier deine Bedienelemente und damit schiebst du eben in kalt oder eben warm. Ich finde es richtig geil. Am Anfang habe ich mir gedacht, so, ist ja total scheiße. Hatte ich beim Wraith auch schon. Da kannst du nicht mehr die Temperatur richtig einstellen. Aber es ist echt angenehmer, als wenn du immer versuchst, die richtige Temperatur zu kriegen, dass du hier einfach nach rechts und nach links schiebst und deine Temperatur so einstellst. Ja, ansonsten gibt es zum Fahrzeug nur zu sagen, es ist schon so ein bisschen alter Siemer, auch vom Bildschirm. Das ist ein bisschen schade, dass da Rolls-Royce sich keine eigene Technik ins Haus holt. Aber hey, die produzieren so wenig Fahrzeuge, dass das wahrscheinlich der Preis ist, den du dann im Endeffekt hast. Und damit sind wir auch bei einem Punkt, was das Fahrzeug wirklich unangenehm macht. Das ist der Preis. Der hier kostet knapp 600.000 Euro. Das ist kein Flex, den ich hier rausschmeiße, sondern ich war echt geschockt, als ich den konfiguriert habe. Und ich habe nicht viel reingepackt, also halt so ein bisschen Kleinigkeiten, damit er nach was ausschaut. Und dann fand ich das schon echt ambitioniert vom Preis. Aber das sind momentan alle Hersteller ja bei dem Thema sehr teuer. Das geilste Feature an dem Teil hier ist der Sternenhimmel. War auch ein Punkt. Es gibt noch ein Schiebedach hier oben oder so ein Glasdach, aber ich wollte den Sternenhimmel haben.
Sternenhimmel ist einfach, in den Rolls-Royce gehört ein Sternenhimmel. Total bescheuert und total bekloppt. Ich habe auch den genommen, wo du Sternschnuppen siehst. Also du hast vielleicht vorhin gesehen, sogar Sternschnuppen sind durchgeschossen. Das ist, auch das braucht kein Mensch auf diesem Erdball. Aber trotzdem, wir saßen gestern hinten, sind gestern zum Essen gefahren. Mein Fahrer hatte so, wir saßen hinten drin und so Sternenschnuppen sind hier durchgejagt. Irgendwie ist es lustig, auch wenn es total sinnlos ist. So, wenn wir jetzt von der Seite auf das Auto zugehen, fällt dir vielleicht auf, da sind so ein paar Schlieren drauf und es ist auch ein bisschen verglatzt hier an der Seite. Ich habe den Wagen nämlich nicht rechtzeitig komplett folieren lassen. Also aktuell ist er noch nicht foliert. Normal lasse ich alle meine Fahrzeuge komplett folieren. Ich empfehle es dir, Steinschlagschutzfolie drauf. Mir war es schlicht und ergreifend zu teuer. Ich habe mir gedacht, scheiß doch drauf, das wird schon keines Auto zerkratzen. Aber wenn du den Wagen in der Stadt stehen hast, sind irgendwie dann immer so kleine Schlieren drin. Und dann, da hier auch, das ist so ein kleiner Kratzer. Offensichtlich hat da einer seine Tasche durchgezogen. Und da ist es natürlich schon ein bisschen nervtötend, wenn ich ganz ehrlich bin. Setzen wir uns mal hinten rein und dann sind wir bei einem Punkt, der hier schon anders ist als bei Maybach, wenn du jetzt hinten sitzt. Du hast hier dein Bildschirm und auch dein Tablet, wo du arbeiten kannst. Bei Maybach ist es noch ein bisschen anders gewesen, da konntest du den Sitz auch richtig hinlegen. Du kannst zwar hier auch verstellen und kannst hier rumwurschteln, kannst auch den vorderen Sitz noch mitbedienen, damit du dir Platz machen kannst, ja, nach vorne, nach hinten. Aber so vom Innenraum her, es ist wirklich eigentlich kein Fahrerfahrzeug. Es ist wirklich ein Fahrzeug, das du selbst bewegst, wo du dir keine vorne reinsetzt, das bewegt, aber es ist für die Zwecke nutzbar. Hört sich jetzt irgendwie komisch an. Man muss ehrlicherweise sagen, es ist schon sehr viel Luxus, so einen Wagen als Fahrerfahrzeug nutzen zu dürfen. Aber er ist nicht danach ausgelegt, muss man echt so sagen. Ein geiles Thema ist wieder die Türen. Pass mal auf jetzt, wenn ich zumache. Die fahren wieder elektrisch zu, schau. Und auch hier haben wir das Thema, wenn die Türen zu sind, dann hörst du von der Außenwelt nichts mehr. Was total bekloppt ist, ist, wenn die Tür nach außen aufgeht. Weil wenn du mal dich reinsetzt und dann versuch mal die Tür zu öffnen, das ist eine ganz ungewöhnliche Bewegung, weil die ja so aufschwingt. Und normal drückst du die Tür ja so. Das ist also, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass die Tür so aufgeht und ich so rausdrücken muss, da vergingen echt ein paar Tage. War ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber hey, das sind Kleinigkeiten. Ich glaube, wenn man so ein Auto fahren darf, dann darf man sich über andere Sachen aufregen, als über die Tatsache, dass die Tür verkehrt aufgeht. Okay? Ja, ansonsten, was soll ich jetzt zum Auto noch sagen? Er hat relativ viel PS. Er bringt sie gut auf die Straße. Das ist ja fast ein LKW, ja, so ein kleiner Goliath halt. Ne? Dann gab es übrigens von, deswegen habe ich sehr gefeiert, dass ihr diesen Namen ausgesucht habt. Ich bin ja ehemaliger David Hasselhoff-Fan. Und da gab es Knight Rider. Und der Gegner von Kit war Goliath. Das war so ein riesengroßer LKW. Und der Wagen wirkt genauso wie Goliath in diesem Knight Rider, in dieser Knight Rider-Folge. Ja, jetzt fahre ich ihn selber, meinen kleinen Goliath. Zwei Sachen, über die wir unbedingt noch reden müssen, sind zum einen das Laserschwert, was in keinem Rolls-Royce fehlen darf. Also in jedem Rolls-Royce ist in der Hintertür ein Schirm drin. Habe ich witzigerweise ehrlich gesagt vergessen, weil wenn wir jetzt den Kofferraum aufmachen, das ist das zweite Teil, was ich noch zeigen möchte, wirst du feststellen, da hinten liegt ein Regenschirm drin, weil wir vergessen haben, dass in den Türen welche sind. Der Kofferraum ist schon ziemlich cool. Ist jetzt gerade voll mit meinem Zeug. Du siehst, es geht ein bisschen was rein und du kannst da dein Golfbag reinbauen und was der Geier was alles. Was ich aber interessant fand, war folgendes. Die haben uns erklärt, für den Fall, dass wir einen Hund haben. Wir haben ja keinen Hund, wir haben eine Katze. Wir sollen ihn auf gar keinen Fall hinten reinsetzen, weil der ist so hermetisch abgeriegelt, dass da keine Luft reingeht. Also der Hund würde sterben da hinten drin, weil dieser Kofferraum echt dicht ist. So, das war jetzt mein versprochenes Video zu meinem Goliath. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich drauf, wenn er in den normalen Einsatz kommt. Also wenn ich damit fahren darf und nicht mein Fahrer damit fährt und ich das Fahrzeug für mich habe. Für den Fall, dass du in der Lage bist, so ein Fahrzeug zu kaufen, dann würde ich dir empfehlen, es wirklich zu kaufen. Und für den Fall, dass du noch nicht so weit bist, dass du dir so ein Auto leisten kannst, tu alles dafür. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, egal was andere Menschen erklären, diese kleinen Träume zu erfüllen, die sind für mich sehr wertvoll. Ich kann das schon abschätzen. Ich komme aus dem Nichts, ja, habe mit meinen beiden Händen alles erschaffen, was irgendwie bei drei auf den Bäumen ist. Und solche kleinen Träume bringen dich jedes Mal ein Stückchen weiter. Es geht gar nicht darum, das Fahrzeug zu besitzen. Das ist gar nicht mal der entscheidende Punkt. Der Weg dahin ist, besitzen zu können, das ist das, was dich als Mensch voranbringt, was dich als Unternehmer voranbringen kann und was vielleicht auch deine Träume irgendwann in die Realität bringt. In dem Sinne, viel Spaß auf dem Weg zu den vielleicht großen Träumen, die noch kommen werden.